Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum und am Wort Gottes Interessierte, in der Reihe Katholizismus, RKK, also römisch-katholischer Katholizismus, kommen wir zum Teil 4, Klerus und Laien. Das meiste hier ist von Patrick Tschui verfasst worden. Die römisch-katholische Kirche macht einen klaren Unterschied zwischen dem Klerus und den Laien. 4.1. Der Papst. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ist der Papst. Zurzeit ist es Papst Franziskus von Argentinien. Sein Vorgänger Benedikt der 16., früher Josef Ratzinger, aus Deutschland. Johannes Paul II., Johannes Paul I., Paul VI., Johannes der 23., Pius der 12. Es gibt verschiedene Listen der Päpste. Zeitweise gab es nicht nur einen Papst, sondern auch Gegenpäpste. Da die Abfolge erst nachträglich über Jahrhunderte hin rekonstruiert wurden, sind viele Jahreszahlen unsicher. Benedikt der 16. ist ungefähr der 270. Papst. Die Päpste haben sich im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Namen und Titel zugefügt. Stellvertreter Christi, Heiliger Vater, Patriarch des Westens, Bischof von Rom, Primus von Italien, Fürst der Apostel. Man lese dazu einfach einen Bibelvers, Matthäus 23, Vers 9. Der vorletzte Papst, Johannes Paul II., war auch ein Medienstar und Weltreisender. Das Papsttum hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Die römisch-katholische Kirche glaubt, dass Petrus der erste Papst war und dass er in dieses Amt ohne Unterbrechung seinen Nachfolger übergeben hat, apostolische Sukzession. Der Herr hat den heiligen Petrus zum sichtbaren Fundament seiner Kirche gemacht, um ihm die Schlüssel der Kirche übergeben. Der Bischof der Kirche von Rom, der Nachfolger des heiligen Petrus, ist Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche hier auf Erden, Kodex des kanonischen Rechts, 331, Katechismus der katholischen Kirche, 936. Keine Anmerkung, fragt nie einen Katholiken, wer der Nachfolger von Petrus war, wie er zum Beispiel geheißen hat. Das wäre noch interessant. Aber fragt ihn nicht zu fest. Man will ihn für Jesus Christus gewinnen und nicht einfach blamieren. Menschenvergötterung in der Praxis. 4.1.1. Kennt die Bibel einen Papst? Matthäus 16, Vers 18 bis 19. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Königreiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Im Textzusammenhang geht es um die Frage, wer ist Jesus Christus? Verse 13, 16 und 20. In dieser Stelle wird unterschieden zwischen Petrus, griechisch Petros, und Fels, griechisch Petra, vergleiche Matthäus 7, Vers 24 bis 25. Jesus Christus sagt nicht auf dir Petrus, sondern auf diesem Felsen. Petrus war nur ein Stein, Felsstück, nicht ein Fels, Felsmassiv. An keiner Stelle wird Petrus als Fels bezeichnet. Hingegen wird Christus bzw. Gott vielfach als Fels bezeichnet. Römer 9,33, 1. Korinther 10,4, 1. Petrus 2,8, 5. Mose 32,4, 1. Samuel 2,2,
2. Könige 22, 2, Psalm 18, Vers 3, Psalm 18, Vers 32, Psalm 78, Vers 35, Jesaja 28, Vers 16, Jesaja 44, Vers 8. Wenn ihr all diese Bibelstellen gelesen habt, das geht 4 bis 5 Minuten, ist ein kostbarer Schatz, wenn man diese Bibelstellen nach dem Vortrag hier durchlässt. Man beachte auch besonders die Briefe von Petrus. Keine einzige Stelle deutet darauf hin, dass er die Worte Jesus an ihn richtete, auf eine katholische Weise verstanden hätte. Auch die Kirchenväter haben das Wort Fels zumeist auf Christus oder auf den Glauben an Christus gedeutet. Was ist mit den Schlüsseln des Königreiches der Himmel gemeint? Schlüssel geben dem Besitzer die Möglichkeit zu öffnen, zu schließen. Jesaja 22, 22. Kommt auch in der Offenbarung 2 vor. Lukas 11, Vers 52. Offenbarung 3, Vers 7. Entschuldigung, nicht Offenbarung 2. Offenbarung 3, Vers 7. Offenbarung 9, Vers 1, Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Wie gebrauchte Petrus seine Schlüssel? Durch die Aufnahme von Juden, Apostelgeschichte 2, Samaritern, Apostelgeschichte 8, und Heiden, also Ethnos, Nationen, Apostelgeschichte 10, in die Gemeinde. In 1. Korinther 14, 27 heißt es von Gott, dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Die Vollmacht zu binden und lösen galt nicht nur Petrus, sondern allen Jüngern, Matthäus 18, Vers 18. Es handelt sich im Textzusammenhang um Gemeindezucht, nicht um den Eintritt in den Himmel. Sünden kann nur Gott vergeben. Und wenn man Matthäus 18 und Matthäus 16 zusammenliest, sieht man, es geht um die Gemeinde im tausendjährigen Reich. Es geht nie im Matthäus-Evangelium, nie um die christliche Versammlung. Hat man oft überlesen? Genau lesen bringt's. Johannes 21, Vers 17. Weide meine Schafe. Die Worte weiden und hüten beinhalten keine spezielle Vollmacht. Lukas 15, 15. Alle Hirten und Ältesten sind aufgerufen, die Herde zu hüten. Apostelgeschichte 20, 1. Petrus 5, 2. In 1. Petrus 5 bezeichnet sich Petrus als Mitältester, nicht als Oberhirte. Denn der oberste Hirte ist Christus. 1. Petrus 5, 4. Auch will er nicht über die anderen herrschen. 1. Petrus 5, 3. Es stimmt, dass Petrus oft als Sprecher der anderen Apostel war, aber es gibt keinen Hinweis in der Bibel, dass er dies tat, weil er der oberste der Apostel gewesen wäre, sondern eher, weil er seinem Naturell, Matthäus 16, Vers 22, beziehungsweise einem Alter entsprach. Das Wort Älteste hat immer mit Alter zu tun. Es gibt keine junge Ältesten, das ist ein Witz. In der Liste der Apostel wird er zuvor erwähnt, Matthäus 10, Vers 2, Markus 3, Vers 16, Lukas 6, Vers 13, Apostelgeschichte 1, Vers 13. Aber das ist nicht immer der Fall. In Galater 2, Vers 9, wo Petrus als eine der Säulen der Gemeinden in Jerusalem beschrieben wird, lautet die Reihenfolge Jakobus, Petrus, Johannes. Die Apostel sandten den Petrus, nicht umgekehrt. Die Apostel sandten den Petrus. Paulus war nicht von Petrus abhängig. Galater 1, Galater 2. Er wies ihn sogar zurecht, Galater 2, 11. Auch andere hielten ihm entgegen. Apostelgeschichte 11, Vers 2. Auch Johannes war unabhängig von Petrus. Johannes 21, Vers 22.
Beim Apostel und Ältestenkonzil in Apostelgeschichte 15 hatte nicht Petrus den Vorsitz. Er traf auch nicht die Entscheidung. Nach einem nicht geringen Streit sprachen Petrus, der auch selbst nur Delegierter war, dann Barnabas und Paulus, am Schluss Jakobus, der sich selbst auf das Alte Testament berief. Der Beschluss wurde von den Ältesten, Aposteln und der ganzen Gemeinde gefällt. Vers 22. Jesus sagte, dass niemand unter den Aposteln der Größte sein soll. Markus 9,33, Lukas 22. Auch die zwei Briefe von Petrus erwähnten an keiner Stelle, dass er sich als Papst betrachtete. Vergleiche 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4, 2. Petrus 2, Vers 2. Kein anderer Apostel betrachtete ihn als solchen. In keiner Dienstliste im Neuen Testament wird der Dienst eines Papstes erwähnt. 1. Korinther 12, Vers 28, Epheser 4, Vers 11 bis 16, wohl aber Lehrer, Hirten und so weiter. Das Primat, Vorrangstellung des Petrus, im ersten Vatikanischen Konzil festgelegtes Dogma, wonach Petrus von Christus zum Fürsten aller Apostel eingesetzt worden sei, Klammer, der Glaube der Kirche Nummer 438 bis 440, eng damit verbunden ist das Dogma vom Primat des Papstes über alle anderen Bischöfe, eine Lehre, welche zusammen mit dem Unfehlbarkeitsdogma von gleichem Konzil als für alle Katholiken verbindliche Glaubenslehre festgelegt wurde. Matthäus 20, Vers 24 bis 27. Die Antwort von Jesus war nicht Petrus. Keiner sollte Autorität über die anderen haben. Auch hierzu findet man keinen Hinweis in den Schriften. Des Petrus, er nannte sich nur Mitältester. In Matthäus 19, Vers 28 spricht Jesus Christus von 12 Thronen und erwähnt keinen Oberthron. Vergeblich suchen wir in der Bibel nach einem Hinweis auf einen Nachfolger von Petrus oder darauf, dass die Aufgaben von Petrus an seine Nachfolger übergingen. 4, 1, 2. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Es wurde 1870 anlässlich des ersten Vatikanischen Konzils verkündet und besagt, dass der Papst Kraft seines Amtes immer dann Unfehlbarkeit besitze, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Gläubigen eine Glaubens- und Sittenlehre definitiv als verpflichtend verkündet. Codex des kanonischen Rechts 749 Artikel 1. Wenn sich jemand diesem Dogma widersetzt, so sei er ausgeschlossen. Der Glaube der Kirche Nummer 454. Abspaltung der katholischen Kirche in der Schweiz, christkatholische Kirche. 4.2. Kardinäle und Bischöfe. Unterhalb des Papstes kommen in der römisch-katholischen Hierarchie die Kardinäle, meist geweihte Bischöfe. Diese dienen dem Papst als oberster Berater und Verwalter. Sie sind auch diejenigen, die den nächsten Papst wählen, der im Normalfall auch wieder aus ihren Reihen kommt. Die Bischöfe werden als Nachfolger der Apostel betrachtet und tragen die Verantwortung für ein Gebiet, eine Diözese. Sie haben auch die Vollmacht, die Firmung zu spenden. Unterhalb der Bischöfe kommen die Priester. 4.3. Das Priestertum. Wenn aber Christus in seiner Kirche fortleben und fortwirken wollte, dann musste vor allem sein Priester- und Mittleramt weiter bestehen. Und vor allem, wenn Christus das Kreuzopfer als das Opfer des neuen Bundes in der Heiligen Messe auf der ganzen Erde und in aller Zeit erneuern wollte,
dann musste er auch andere Menschen an seinem Priestertum teilnehmen lassen. Denn wo ein wahres Opfer ist, da muss auch ein wahres, von Gott bestellbtes, beglaubigtes Priestertum sein, aus dessen Händen Gott die Opfer entgegennimmt. Aus der Glaube der Kirche, Seite 446. Die wahren Gläubigen wissen, dass das Priestertum und Mittleramt Jesu Christi weiter besteht. Da er lebt, Hebräer 1, 1. Timotheus 2, Vers 5. Da er lebt, dass ein Opfer vollkommen ist und er es nicht erneuern muss, braucht es auch keine neue Priesterklasse, außer dem allgemeinen Priestertum, dass Gott ein Opfer des Lobes darbringt. Im Neuen Testament gibt es keine spezielle Priesterklasse. Alle Gläubigen werden Priester genannt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 und 9. Und Offenbarung 1, Vers 6. Anders war es bei dem Volk Israel im Alten Testament. Die waren zuerst auch alle Priester, aber nach ihrer Selbsterhöhung beim Gesetz wurden sie dann ungefähr 2. Mose 31, 32 der Stamm Levi auserwählt. Man unterscheidet in der römisch-katholischen Kirche zwischen Weltpriester und Ordenspriester. Im Gegensatz zum Ordenspriester lebt der welt- und säkulare Priester nicht in einem Kloster und ist nicht einem Orden unterstellt, sondern wirkt in einer Pfarrei in der Welt unter dem Volk. Die römisch-katholischen Gläubigen halten sich an ihre Priester und an den Papst. Wozu sollen sie noch die Bibel brauchen? 4.3.1 Die Ehelosigkeit, das sogenannte Zölibat. Das Zölibat war in der Urkirche unbekannt. Nicht nur war Petrus verheiratet, Markus 1, Vers 30, 1. Korinther 9, Vers 5, sondern die Bibel spricht sogar von falschen Lehrern, die verbieten zu heiraten, 1. Timotheus 4, Vers 3. Erst seit dem 11., 12. Jahrhundert war die Ehelosigkeit für katholische Priester Pflicht. 4.4. Der Diakon. Als Diakon bezeichnet die römisch-katholische Kirche einen Geistlichen, der um einen Weihegrad unter dem Priester steht. Das Diakonat ist die erste der drei höheren Weihen. Der Diakon darf die Taufe spenden, die Liturgie leiten, predigen und so weiter, aber nicht das Messopfer zelebrieren. Zum Teil geht diese Stufung auf die unmittelbare Einsetzung durch Christus zurück, zum Teil wurde sie durch die Kirche eingeführt. Steht in der Glaube der Kirche, Seite 447. So, das wäre der Teil Klerus und Laien. Eine Kurzzusammenfassung von Patrick Tschui. Die werde ich unten am YouTube anheften, zusammen mit meiner E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen habt, Hinweise habt, Korrekturvorschläge habt, sehr gern. Danke ich jetzt schon. Im Herrn Jesu Christum, einen guten Tag.